Anfang August wurden die Einnahmen aus dem vom Johanniter-Regionalverband Zwickau-Vogtland und der Zwickauer Energieversorgung organisierten zweiten Beneflitz übergeben. Die Begünstigten waren die Johanniter-Kindertagesstätte Schwalbennest und der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Zwickau e.V. Mit diesem Verein kamen wir damals ins Gespräch. Was tut diese Einrichtung im Detail? Was für Dienstleistungen bietet sie an? Ellen Geißler, die leitende Koordinatorin des DKSB Zwickau, gab uns Auskunft. Die Hauptaufgabe des Kinderschutzbundes in Zwickau, der Stadt Zwickau, liegt in den Beratungstelefonen, dem Kinder- und Jugendtelefon sowie dem Elterntelefon von Nummer gegen Kummer. Die Kinderschutzbunde in ganz Deutschland, müsste ich dazu sagen, sind ganz unterschiedlich aufgestellt. Also in der Hauptstadt Berlin ist der Kinderschutzbund viel größer mit ganz anderen und ausgebauteren Angeboten als wir hier in der Stadt Zwickau. Wir versuchen den Fokus der Kinder- und Jugendberatung und auch den Elternberatungen weiter aufrechtzuerhalten und auszubauen und auch zu erweitern. Und haben zum Beispiel auch viele verschiedene Projekte an Schulen, Kitas, Hort zum Thema Kinderrechte, aber auch zum Thema selbstverletzendes Verhalten, was natürlich in Bezug zu den Fachkräften steht. Also auch Workshops und Seminare für Fachkräfte stehen im Fokus unserer Arbeit. Wir versuchen auch Fachkräfte so weit zu mobilisieren, dass man adäquat auf verschiedene Situationen umgehen kann. Wir arbeiten sehr intensiv mit unseren Netzwerkpartnern und Kooperationspartnern zusammen und machen uns natürlich in der Öffentlichkeit stark für Kinderrechte und treten uns dafür auch ein. Auch politisch stehen wir da rein. Den Kindern, dem Jugendhilfeausschuss sitzen wir auch mit bei und sind unterstützt über die Paritätischen und den Jugendring und versuchen dort auch sehr, sehr aktiv zu sein im Sinne für Kinder und Jugendliche und junge Eltern und Erwachsene. Hier ist die Nummer gegen Kummer. Was kann ich für Sie tun? Die Beratungstelefone sind ausgebaut für Kinder und Jugendliche und die Eltern. Die sind kostenlos und anonym, bundesweit geschalten. Das heißt, wir aus Sachsen haben relativ wenige Anrufe aus Sachsen vor Ort. Dafür aber ist die Anonymität der Ratsuchenden gewährleistet und auch für unsere Berater soll diese Anonymität ein Stück weit geschützt sein, damit es ein geschützter Rahmen ist, wo die Beratung stattfinden kann. Die Anliegen im Elterntelefon sind oft sehr konkret, mit konkreten Aufträgen, konkreten Problemen ganz unterschiedlicher Art und Weise, von Erziehungsproblemen mit ihren eigenen Kindern, mit der Herausforderung der Pubertät, die auch in der Erziehung natürlich um sich schlägt, die Probleme mit Behörden, vielleicht auch der geschiedene Mann oder die geschiedene Frau oder Probleme auch finanzieller Art. Also ganz unterschiedlich haben da die Eltern ihre Schwierigkeiten und ihre Herausforderungen, die da mit sich getragen werden. Es sieht ein bisschen anders bei den Kindern und Jugendlichen aus, die natürlich ihre eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen haben bezüglich der eigenen Sexualität, des eigenen Körpers, die Probleme in der Schule, auch mit Eltern, wo natürlich nicht nur die Eltern die Probleme mit den Kindern haben, auch andersrum wird das natürlich so wahrgenommen. Auch Corona hat beide Telefone sehr gefordert und auch immer noch ist es so, dass es da Nachwirkungen gibt, die an beiden Telefonen immer wieder präsent sind und auch aktuell noch sind. Die Beratungstelefone werden von Ehrenamtlichen geführt und geleitet in Anleitung von uns als Koordinatorin. Diese Ehrenamtlichen machen im Vorfeld eine Ausbildung im theoretischen und praktischen Teil, um dort gut und adäquat auf die verschiedenen Problemlagen an den Telefonen vorzubereiten. Es ist so, dass die Berater natürlich keine Juristen oder Mediziner sind und auch da keine Beratung machen, da auch die Grenzen ganz klar definiert sind, wir aber die Möglichkeit haben, Ratsuchenden weitere Ideen und auch Adressen und Anschriften weiterzugeben, wo derjenige sich vor Ort Unterstützung suchen kann. Wenn es jetzt im familiären Kontext oder im sozialen Kontext nicht möglich ist, dort Unterstützung zu erhalten.
Wer Interesse hat, den Verein zu unterstützen, ob das jetzt in praktischer oder in theoretischem Anteil liegt, wir würden im nächsten Jahr haben wir Vorstandswahlen. Wer Interesse an Vorstandsarbeit hat, darf da gerne sich dazu melden. Im nächsten Jahr werden wir auch eine Telefonberatung wieder starten. Wir haben jedes Jahr bis jetzt mit der Telefonberatung oder Ausbildung angefangen und haben da mittlerweile auch ein gutes Repertoire an ehrenamtlichen Telefonberatern, die täglich da an den Telefonen sitzen. Und wer dazu Lust hat, sich da zu engagieren und dabei sein möchte, der darf sich natürlich gerne bei uns melden. Wir würden uns da sehr, sehr doll freuen, die Vielfalt der Ehrenamtlichen dort auszubauen, zu erweitern, weil es ganz bereichert ist.